Kannibalismus weltweit. Vertreibungen, Plünderungen, Entführungen und Folter. Das sind die Folgen des völkerrechtlichen Besatzungskrieges der Türkei in Afrin. Dank des grünen Lichts Russlands für türkische Luftangriffe auf Afrin und den Panzern aus Deutschland ist es der türkischen Armee mit ihren islamistischen Partnern gelungen, ein Terrorregime in der Region aufzubauen. Wo einst Geschlechtergerechtigkeit und ein demokratisch-pluralistisches Zusammenleben der Völker möglich war. In Nordsyrien an der Grenze der Türkei angegriffen. Der Angriffskrieg aus syrischem Territorium nennt die Türkei Aktion Olivenzweig, ein Symbol des Friedens, was für ein Sinusus. Diese Säuberungen richten sich gegen die kurdische Bevölkerung in Afrin und anderen syrischen Städten, die zuvor auf der Seite der westlichen Mächte gegen den IS gekämpft haben. Und Verbündeten Dschihadisten vom Boden aus und aus der Luft angegriffen. Es geht bei diesem Angriffskrieg darum, die kurdische Autonomie in Rojava zu beenden. Dafür werden auch ethnische Säuberungen und genozidale Massaker nicht gescheut. Bisher gab es zu viele zivile Tote und schwer verletzte Opfer bei den gezielten Angriffen des türkischen Militärs und ihren islamistischen Verbündeten. Embedülücan, Slavdikin, wo Afrin, wo Malbati Shahida, wo Hamu Qahramanime, wo Hamu Sharvanime, Yego, Dizhi, Ketkaran, Dizhi Dagirkeran, Naha Shardikin, Havallo, وكا جديروك حيانها ام ديسا بليستوك برمزن ام بيرا جخوا ملاتي كرد ام ببيوانا ليستوكن حكومتي مزن دسار ما هروها روبرو دبا لبالي ديسا ام ايرو ديروك دقهارينن ام